Du bringst nicht den nötigen Ernst mit, weißt du das? Pass bloß auf. Eines Tages habe ich dich, wo ich dich haben will, beim Nachsitzen. Du Null! Was geht ab da draußen? Das Jahr 2001. Walk Records mit ShivaShanti. Am Hardcore Bullshit für eure Ohren. Erwin Dior am Mikrofon. Rotbart in der Produktion. Lauft jetzt weg, denn uns fehlt der Respekt vor all dem Fake. Dreck für den Ding und keinen Effekt. Lauft jetzt weg. Einmal sag ich's euch noch nett, drauf folgt die Vernichtungsattack mit Rotbart Beat, Erwinos Rap. Hab zwar kein Parkinson, doch höre ich Rackshit, fang ich an zu zucken, zu spucken, wie bei Allergien beginnt es mich zu jucken. Leider wirken keine Spritzen, keine Desinfektion gegen Hip-Hop-Skiller wie die Bushidram, wie gewohnt. Das WW-Mikrofon ganz sicherlich auch effektiver, da ich Aggressionen jetzt vergönne ich dann Bad Liefer. Dreht euch dabei in die Kiefer im Rücken, MFK mit Glieder, seid uns lange schon zu Zwieder, für uns nicht mehr so ein Geziefer. So vernicht ich die Rack-Rats wie ein Haufen Haribo, trag mal kaberste Shows und danach kotz ich sie ins Klo. Video mit deinem Flow, kommt wie El Nino. Geratet in den Sturm und werdet von mir nicht verschont. Denn ich liebe Bell Tracks, ein bisschen par excellence. Hab ich Bock auf Fighten, gib mir Mike und du hast keine Chance. Wenn ich halt die Balance und du schwebst dann nur in Trance. Ich töte dich lyrisch und hol dich zurück mit einer Seance. Also lauf jetzt weg, denn uns fehlt der Respekt vor all dem Fake. Dreck für den Ding und keinen Effekt. Lauf jetzt weg. Einmal sag ich's euch noch nett, drauf folgt die Vernichtungsattack mit Rotbart Beat, Erwinos Rap. Ich lass euch wissen, Jungs, ihr steht ganz oben auf unseren Todeslisten. Muss euch dissen, denn beim Hardcore haben sie wir Perfektionisten. Trotzdem gute Christen für die Fake Rats wie die Exorzisten. Treibt die Scheiße aus und raus und hab erst ein reines Gewissen. Denn ich denk, wie viele Rapper achten nur auf das Geschehen. Die seiner Marken auf dem Pullis jagt sogar ein Portemonnaie. Ein Kilo Gel in ihren Handes und eine Brille darf nicht fehlen. Ansonsten würde man Labilität in ihren Augen zählen. Erkennen das der Grund, warum wir sie Fake Rats nennen. Spielen die super harten, doch in echt sind sie nur feige Hände. Die davon rennen, wenn es da um gegen Web zu kicken, doch die ganzen Faker-Bammel werde ich jetzt mal lyrisch ficken. Also lauf jetzt weg, denn uns fehlt der Respekt vor all dem Fake. Dreck spüren in den und keinen Affe.